Hi oder Peace und herzlich willkommen zurück auf Ich habe das Geld wie immer mit mir und heute mal wieder zu einer frischen und saftigen Reaction und zwar auf Yukari Fake Love. Wie ihr sehen könnt, ich habe neues Equipment. Immer noch keinen Mikrofonständer, also I don't know, das seht ihr vielleicht nicht, aber ich bin immer noch genauso unvorbereitet. Unausgestattet, besser gesagt, wie davor, was das angeht. Aber auch nicht mehr lange. Es kommt hoffentlich bald. Ja, ihr könnt mir auf jeden Fall gerne mal schreiben, ob ihr den Sound jetzt besser findet oder nicht. Aber ja, let me know. Let me know in the comments und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein. Ich bin auf jeden Fall sehr hyped, würde ich sagen. Ich bin ja großer Yukari-Fan. Wie ihr vielleicht wisst. Ich denke, ihr wisst, also ich habe das ja wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal erwähnt in dem Video. Und ja, deswegen rein da. Madrek tut übrigens hier das gar nicht gut. Ich gab mein Herz für dich, nein, Baby, du hast mein Herz gefickt. Ach ja, Yukari. Komm, gib's mir. Sing schön für mich. Let's go, Yukari, Yukari. Kannst du die Okay. Stimme und meine in die Augen und erkenne dich nicht mehr. Gab dir mein Leben, gab dir meine Seele, gab dir meinen Segen und du gibst ein Fick, als wär das nicht. Als wenn das alles nur ein Märchen ist. Boah, ist auf jeden Fall auch ein bisschen different. Also ich muss jetzt sagen, so bei diesem Song mit hier, Dings, PA Sports, war es mir ein bisschen zu typical. Ja, Kari, also irgendwie hat er sich da auch oft wiederholt so, und ich dachte mir so, oh nee, wird es jetzt passieren, also wird es jetzt schon passieren, dass der Kari sich immer wieder wiederholt, aber damit kann ich gut leben. Also ist natürlich immer noch sehr, ja, Kari. Aber das finde das auch okay. Aber wenn Artists wenigstens auf ihre eigene Art und Weise immer mal ein bisschen was anderes machen, ist das geil. Und ich finde das schon ein bisschen different. Und das Video ist sehr geil. Vor allem diese Szene gefällt mir optisch sehr, sehr gut. Baby, lap dance und shake dein Arsch. Ich habe Trust Issues, weil ich Schmerzen hab. Und frag mich immer noch, wo du bist und wer dich hat. Ich werd schon leicht schizo und auch geisteskrank. Wer ist der Typ neben dir, dass du so lügst, ist verwirrend. Geh rein in die Trap und fühle mich hypnotisiert. Das maskulines Gefühl wegen mir. Ich hab Leichen im Pack, eine mehr ist nicht schlimm. Dann sind hier die Feinde verschreckt. Muss ihn wegmachen, das sind keine Waffen. Das nennt Nerf Millimet, John. Und wenn ich jetzt schieße, dann verteidige ich dein Recht, John. Und ich muss jetzt drücken, sonst verlieren sie ihren Respekt, Johnny. Das ist ein Pech, Johnny. Ich gab mein Herz für dich, nein, Baby, du hast mein Herz. Part fand ich okay. Also, weiß nicht, so super special, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde halt, Yukari holt halt ultra viel immer durch seine Melodien und seine Stimme raus, weil dieser Mann kann so unglaublich schön singen. That's crazy. Yeah, fucking love that. That's amazing. Herz gefickt, kannst wie die Stimme und meine Seele. Ich schau dir tief in die Augen und erkenne dich nicht mehr. Gab dir mein Leben, gab dir meine Seele, gab dir meinen Segen und du gibst ein Fick, als wär das nicht. Ich finde vor allem den zweiten Teil von der Hook ist ein bisschen different vom Flow her. Also der erste Teil von der Hook ist schon noch sehr ähnlich, auch wie bei Ketamine oder so, aber dieser zweite Teil ist auf jeden Fall vom Flow sehr, sehr anders zu den Hooks, die er sonst gemacht hat. Ja, like that. Als wenn das alles nur ein Märchen ist. Ich sag es dir jetzt nochmal, ey. Dass jeder Mann um dich herum ein toter Mann ist, das ist doch klar, babe. Und wenn du willst, dass der Teufelskreis endet, wie wär's mal mit der Wahrheit? Und Baby, wenn du nicht willst, dass ich alle kill, na dann schaff mal Klarheit. Du hast mein Herz gefickt und alles nur auf Kosten deines Daseins. Crime Time. Boah, ich glaube, Yukari sein Herz ficken würde ich lieber nicht. Er wirkt mir nicht so wie einer, dem man gern das Herz brechen möchte. Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Die Nacht ist angebrochen, Vampire unterwegs, du erkennst sie am Wangenknochen. Fick die Liebe, ich muss Geld machen, denn die Liebe will unbedingt Pelz tragen und SL fahren, das ist Fake Love. Ich gab mein Herz für dich, nein, Baby, du hast mein Herz. Okay, also zweiten Part fand ich jetzt auf jeden Fall auch stärker. Also ich weiß nicht, irgendwie hat mir der erste nicht. Also er war auch nice, so. Ich würde den Song wahrscheinlich auch eh wieder tot hören, so bin ich ehrlich. Aber ich muss sagen, der zweite Part hat mir trotzdem besser gefallen.
sieht übrigens auch sehr, sehr schön aus. Geil. Ja, also, Herr Karl, wie immer sehr geil. Ich kann dazu ja gar nichts sagen. Also doch, ich sage ja schon was dazu, aber halt was Positives. Also ich kann halt nichts bemängeln. Das ist ja einfach wie immer wieder schön gewesen. Das gibt erstmal hier einen fetten Like und Respekt an die Person, die ganzen Autoreifen gestapelt hat. Ja, da schließe ich mich an. Einmal da Respekt raus an die Person. Respekt auch an alle Leute, die da mitgearbeitet haben. Mega geil schon wieder geworden. Ich schreibe es einfach mega. Ja, reicht. Einfach nur für den Algorithmus. Ja, ich bin auf jeden Fall großer Fan von Yakari. Ich mag das. Das ist auch voll eigentlich so ein anderer Kosmos im Deutschrap, so als wo ich mich sonst drin bewege. So, ich bin ja sonst wirklich sehr sehr im Underground unterwegs und Yakari ist ja doch auch so durch PA Sports so da in so ganz anderen Kreisen unterwegs, wo ich so gar nichts am Hut habe, so sowohl musikalisch als auch persönlich. Okay, das klingt so random so, aber ihr wisst ja vielleicht, dass ich auch ganz gut vernetzt bin in der Deutschrap-Szene. Aber gut, wie soll ich dahin vernetzt sein? So, I don't know. Egal, ich weiß nicht, warum ich das gerade gesagt habe, aber auf jeden Fall wollte ich sagen, dass auch wenn er so aus einem ganz anderen Kosmos kommt, so ich das sehr feiere, ich ja, mir das einfach sehr gerne anhöre, so ich genieße seine Stimme, seine Melodien super, sehr und ja, ich denke, der Mann hat auf jeden Fall eine große Zukunft und ich hoffe auf jeden Fall, dass er nicht reinscheißt. Das wäre richtig ass. Also, dass er jetzt nicht anfängt, sich immer wieder zu wiederholen und so ein Shit, so, sondern dass er halt auf seine eigene Art und Weise immer mal wieder was Neues bringt. So. Aber ich denke, das schafft er schon. Ich abonniere jetzt auch auf jeden Fall den Kanal. Ich freue mich drauf. Ich würde auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne mal auf ein Konzert gehen. Boah, ich glaube, da bin ich halt, was das Klientel angeht, total rausfallend. Aber ich hab Bock. Also, keine Ahnung, Leute. Vielleicht sieht man sich irgendwann mal auf Yakari-Konzert irgendwo. Das wäre wild. Ihr könnt mir auf jeden Fall gerne eure Meinung zu Yakari noch reinschreiben. Schreibt mir auch sehr, sehr gerne rein, wie ihr das Video fandet. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder zu einem Video von mir. Oder zu irgendwas anderem. I don't know. Ciao.